Wir werden heute unsere Wanderung mit einem neuen Stieg beginnen. Und zwar ist das jetzt der Selgetal-Stieg. Er ist 67 Kilometer lang. Wir starten von Stiege, das Endziel wäre Quedlinburg. Wir laufen aber heute nur bis Güntersberge. Und das sind circa 10 Kilometer. Und hier zeige ich euch jetzt nochmal den Streckenverlauf. Hier könnt ihr jetzt noch einmal die Geschichte nachlesen, wie der Selgetal entstanden ist und wie der Ort Stiege zu seinem Namen kam. Der Bahnhof von Stiege. Das ist nochmal die Chronik der ältesten Schmalspurbahn des Harzes. Das alles lesen. Die Hexe darf im Harz natürlich nicht fehlen. Sie ist sozusagen ein Wahrzeichen. Ein Blick auf Stiege. Dass es die letzten Tage geregnet hat, sieht man mal wieder an dem Weg. Ein Blick über die Umgebung von Stiege. Und hier im Hintergrund ist noch einmal der Ort Stiege zu sehen. Also, sämtliche unsere Navis sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Nur hier geht es leider nicht mehr weiter. Hier ist jetzt ein Ponyhof. Wir werden also jetzt versuchen, um den Ponyhof herumzulaufen
um dann wieder auf den Weg zu kommen. Dieser Bach hindert uns jetzt daran, rüberzukommen, um auf den richtigen Weg zu gelangen. Eine Fliegenpilzkolonie. Da das jetzt offensichtlich der falsche Weg war, gehen wir ihn wieder zurück bis an die Kreuzung. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Wir hätten vorhin über die Bahnschienen wechseln müssen, um auf die andere Seite zu gelangen. Wir haben jetzt noch 9,4 Kilometer vor uns. Leider war diese Beschilderung von der Richtung, aus der wir gekommen sind, nicht zu sehen. Da fehlte offensichtlich ein Schild. So, hier geht's jetzt über die Bahnschienen und geradeaus weiter. Bei nächster Möglichkeit links halten. Leider fährt heute keine Sägetalbahn. Direkt nach dem Bahnübergang kommt eine erneute Kreuzung. Die linke Spur ist die richtige. So, jetzt kommen wir wieder an eine Abzweigung. Da steht auch ein Bänkchen. Hier müssen wir uns jetzt rechts halten. Diesem Schild müssen wir jetzt folgen. Gleich nach der Abzweigung teilt sich der Weg quasi wieder. Und wir müssen jetzt den festen Weg verlassen und über die Wiese laufen. Wir folgen einem wunderschönen Waldweg. So geht der Weg weiter. Der Bahnhof von Albrechtshaus. Den Abschluss haben wir im Schloss Stiege gemacht. Hier haben wir was gegessen und was getrunken. Ein Glühwein mit Schuss und eine Gulaschsuppe. Und Heike wartet jetzt noch auf ihren Apfelkuchen. Lass dir schmecken. Das war jetzt ein Besuch im Schloss von Stiege. Die Weihnachtsbeleuchtung rührt dadurch, dass sie die auch verkaufen. Der Apfelkuchen hat Heike gut geschmeckt. Leider war der Glühwein ein bisschen kühl, also sprich lauwarm. Gulaschsuppe hat geschmeckt. So. Jetzt beenden wir den heutigen Tag. Nochmal mit einem kleinen Rundblick über den Ort. Stiege am Abend. Mit der Beleuchtung sieht der Ort recht hübsch aus.